Genau, deswegen hallo zusammen und schön, dass Sie sich so zahlreich sowohl im Online-Salon als jetzt auch in diesem Workshop zu Citizen Science, Reallaboren und Co. Engagement für Nachhaltigkeit eingefunden haben. Wir möchten diesen Workshop gerne nutzen, um Ihnen die Potenziale von Citizen Science und Reallaboren vorzustellen. Diese methodischen Ansätze eröffnen Bürgerinnen und Bürgern niederschwellige Möglichkeiten, sich im Kontext von Veränderungsprozessen für eine nachhaltige Entwicklung einzubringen. Und jetzt mit Blick auf das Wissenschaftsjahr, das wir jetzt haben, auch insbesondere dort, wo gesellschaftsrelevante Fragestellungen vielleicht noch keine wissenschaftliche Begleitung erfahren. Ich freue mich, dass wir in beiden Bereichen sehr versierte Projektpartnerinnen und Partner der DBU begrüßen dürfen. Und der Workshop wird so ablaufen, dass wir in zwei Blöcken zwei 10-minütige Vorträge hören werden. Einmal eben zum Themenblock Citizen Science und dann zum Themenblock Reallabore. Und im Anschluss an jeden Block steht uns Zeit für die Diskussion und Rückfragen zur Verfügung. Und ich bitte Sie, genau wie im Hauptraum, die Fragen auch einfach hier im Chat zu stellen. Auch gerne schon während der Vorträge. Genau, und Kamera und Ton bitte ebenfalls wieder ausschalten, damit wir hier eine gute Leitung auch weiterhin haben. Wir werden gegen 16 Uhr ganz automatisch wieder ins Plenum zurückgeholt. Das nur schon mal als Information. Wir bekommen dann kurz einen Hinweis, dass wir noch eine Minute haben. Das heißt, wenn wir dann mitten in der Diskussion sind, dass Sie dann nur Bescheid wissen, dass es wirklich automatisch zurück in den Hauptraum geht. Und ich hoffe, dass wir aber auch da gut durchkommen. Und damit möchte ich an den ersten Vortrag übergeben. Und ich freue mich, dass Aletta Bonn und Tora Hermann heute hier sind. Aletta Bonn ist Professorin für Ecosystem Services an der Friedrich-Schiller-Universität Jena und Departmentleiterin am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung und hier am Deutschen Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung, dem IDIF. Tora Hermann ist Wissenschaftlerin und als stellvertretende Departmentleiterin ebenfalls am IDIF tätig. Aletta Bonn hat die Entwicklung des Grünbuch Citizen Science Strategie 2020 zusammen mit dem GEWIS-Konsortium geleitet und organisiert nun gemeinsam mit Tora Hermann und weiteren Akteuren und Akteurinnen die Weiterentwicklung zum Weißbuch. Und ich freue mich, dass Sie da heute ein bisschen mehr darüber berichten werden. Von daher, the stage is yours. Ja, vielen Dank für die schöne Vorstellung. Ich würde jetzt mal meinen Bildschirm teilen und hoffe, das klappt. So. Das sieht gut aus, Frau Bonn. Sie müssten noch die Fantastisch. Präsentation starten. Ja, jetzt sieht es sehr gut aus. Ja. Okay, prima. Dann, ich freue mich sehr, dass Sie uns eingeladen haben, um das Weißbuch Citizen Science Strategie 2030 für Deutschland vorstellen zu können. Und hier stehen wir stellvertretend für einen großen AG mit 41 Themenchairs und dem Lenkungskreis mit Kolleginnen zum Beispiel vom Museum für Naturkunde. Silke Vogtheuck ist ja auch hier von Helmholtz, Leibniz und WID und weiteren Organisationen. Aber wir fangen jetzt gerade an. Was ist Citizen Science und wo ist eigentlich das Interesse? Gerade wurde ein bisschen von Beteiligungsmüdigkeit gefragt, aber wir sehen, dass es ein Rieseninteresse an Wissenschaft gibt. Und das sieht man zum Beispiel daran, dass sich jetzt in den letzten 2 Jahren wirklich die Leute damit beschäftigt haben, was mRNA ist, hätte ich mir nie vorstellen können. Und sich lange Podcasts angehört haben dazu. Gleichzeitig gibt es aber vielleicht auch eine, ich würde sagen, Minderheit, die Wissenschaft kritisch sieht und vielleicht sogar ablehnt. Hier sollte man sagen, okay, warum? Was haben diese Menschen für Fragen und wie können wir sie vielleicht auch gemeinsam lösen? Wir müssen aber sehen, dass wir in einer Wissenschaftsgesellschaft oder Wissensgesellschaft leben, wo Wissenschaft das Fundament ist. Und wenn dies angezweifelt wird, kann das auch das Fundament unserer Demokratie stören. Und wir glauben, dass Citizen Science hier ein Teil für Transformation sein kann und auch ein Teil der Wissenschaft, um hier transformatives Wissen, aber wie Sie auch gesagt haben, transformatives Handeln zu fördern. Und wie wir aus den jährlichen Umfragen wissen, ist das Interesse wirklich sehr groß an Wissenschaft, in Deutschland zumindest. Und viele sagen, ich würde gerne mal erleben, wie Wissenschaftler arbeiten, also wie genau. Ich würde auch gerne mal mit Wissenschaftlern diskutieren, ja, was lohnenswert zu erforschen ist, welche Fragen. Dann haben viele auch gesagt, ich würde gerne mal Wissenschaftlern über die Schultern schauen, um ihre Ergebnisse zu beurteilen. Wie kann ich zum Beispiel Varianz beurteilen? Und wenn man Citizen Science macht und selber Daten erhebt, dann sieht man, dass so ein Outlier vielleicht auch nicht, das ist nicht immer die Wahrheit. Also das heißt, man muss die Gesamtheit sehen. Und Wissenschaft ist ein Gemeinschaftskonstrukt, auch von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zusammen mit Bürgern. Und fast die Hälfte sagen, ich würde gerne, stimmen eher oder stimmen voll zu, ich würde gerne mal in einem wissenschaftlichen Forschungsprojekt mitforschen. Da sind wir noch nicht. Und ich glaube nicht, dass jede wissenschaftliche Frage sich dort eignet oder jedes Projekt. Aber um hier dieses Potenzial, wer sich gerne beteiligen würde, abzuholen, da haben wir noch Luft nach oben.
Das Schöne ist, dass wir hier in Deutschland auf jeden Fall eine Explosion an Citizen Science Projekten haben, die tatsächlich transformatives Wissenschaften hier, zum Beispiel ein Lieblingsprozess ist, Projekt ist immer Tauchen für Naturschutz, wo konkrete Probleme vor Ort gelöst wurden und tatsächlich die Fragestellung selber in auch die Umsetzung von Lösungen mit involviert wurden. Und die DBU hat zum Beispiel Citizen Science jetzt auch in ihren Statuten als eine der ersten Stiftungen mit aufgenommen. Das finde ich ganz toll. Wie Sie ja schon gesagt hatten, wir haben ein Grünbuch erstellt zur Citizen Science Strategie 2020, das 2016 veröffentlicht wurde. Und da hatten wir die Vision zusammen aufgestellt. Im Jahr 2020 ist Citizen Science ein integraler Bestandteil gesellschaftlicher und wissenschaftsbasierter Debatten. Jetzt wollten wir natürlich wissen, wo stehen wir und wie kommen wir von einer Ambition zur Aktion. Und da freue ich mich wirklich sehr, dass es jetzt im Koalitionsvertrag verankert ist. Wir werden mit Citizen Science und Bürgerwissenschaften Perspektiven aus der Zivilgesellschaft stärker in die Forschung einbeziehen. Und das Wichtige ist jetzt hier Forschung. Früher im letzten Koalitionsvertrag war das Science Communication, also die Kommunikation. Hier ist es wirklich Forschung und hier ist ein richtig starker Wille vorhanden. Jetzt müssen wir natürlich gucken, wie können wir das tatsächlich umsetzen. Dazu hatten wir das Glück, dass wir über die letzten 2 Jahre mit vielen Akteurinnen und Akteuren zusammenarbeiten können und in der AG Weißbuch mit über 50 Treffen seit April 2020 zusammenarbeiten konnten und evaluieren konnten, wo wir stehen. Dies war ein kollektiver, ko-kreativer Prozess, alles online, also ein ganz schönes Ding, mit mehr als 200 Teilnehmenden aus mehr als 130 Organisationen. Wir sind froh, dass wir dort auch gefördert wurden, zum Beispiel vom BMBF, Vereins der Dialogforen. Und wir konnten auch eine Online-Umfrage mit mehr als 400 Teilnehmern durchführen. Was daran interessant ist, und das ist vielleicht auch das, was Günter Bachmann gerade gesagt hat, das Wichtigste, also wenn Sie die Grafik lesen, ich werde die jetzt nicht ganz vorstellen, rechts ist Zustimmung, links ist Nicht-Zustimmung, aber das Wichtigste war hier, warum machen Sie eigentlich bei Citizen Science mit oder warum engagieren Sie sich? Ich bin überzeugt, gemeinsam mit anderen etwas bewirken zu können. Und ich habe neues Wissen über die Projektinhalte gewonnen. Das heißt, diese Selbstwirksamkeit, aber diese kollektive Selbstwirksamkeit, wir hatten auch nach der einzelnen Selbstwirksamkeit gefragt, das war weniger als die kollektive. Und ich glaube, dieses gemeinschaftlich etwas bewirken können, aber daran müssen sich dann auch die Citizen Science Projekte messen lassen. Und das andere war, um diese kollektiven Geister hervorzuheben, war, dass wir gefragt haben, was für eine Unterstützung wünschen Sie sich denn oder stellen Sie sich vor? Und ganz wesentlich war hier, dass sich die meisten Leute oder welche Unterstützung haben Sie bis jetzt erfahren, dass Sie sich ein Unterstützernetzwerk aus vielen fachkompetenten Personen aus verschiedenen Organisationen wünschen und Ansprechpartner in Ihren eigenen Organisationen, um tatsächlich lokal konkret zu werden, aber im Netzwerk zu arbeiten. Aus dieser Betrachtung und dem, also wie ist der Status quo von Citizen Science jetzt zur Zeit, ergaben sich 15 Handlungsfelder. Das heißt, wir haben die 10 Handlungsfelder von 2020 nochmal aufgenommen. Aber es kamen auch noch neue zu, zum Beispiel. Weiß ich, warum seid ihr dann immer alle zu langsam? Es nervt mich Entschuldigung. Medizin und Gesundheit, Sensorik und künstliche Intelligenz, aber auch zum Beispiel Orte wie Archive, Bibliotheken, Museen und Wissenschaftsläden haben ganz wichtige Funktionen dort. Dies wurde in Schreibwerkstätten zusammengefasst und hiermit übergebe ich an meine Kollegin Tora Hermann. Ja, danke schön, Aletta. Ich mache weiter. Und wir haben letztendlich 96 Handlungsempfehlungen zusammengestellt, die sich an verschiedene Menschen und Einrichtungen, Organisationen, Teile der Gesellschaft adressiert waren. Zum einen an die Praxis, also die Projektkoordinatorinnen, an die Zivilgesellschaft, die Wissenschaft, Bildungssysteme, natürlich politische Entscheidungsträger und die Förderer. Dann können wir weitermachen. Und das Schöne an diesem ganzen Prozess war auch, dass wir dank der Unterstützung der DBU das Weißbuch, den Strategietext noch einmal ganz breit in die Öffentlichkeit streuen konnten, mit Hilfe einer Online-Konsultation, die über mehrere Monate ging. Das hat nochmal eine ganz andere Dimension in diesen Prozess hineingebracht. Und hierfür wurden wir auch von 12 Patinnen ganz stark unterstützt, wie zum Beispiel dem Herrn Dirk Messner, dem Präsidenten des Umweltbundesamtes, der nochmal sehr deutlich hervorhebt, wie notwendig eine breite gesellschaftliche Beteiligung ist für Umwelt- und für Klimaschutz. Ja, ich hatte es eben schon erwähnt, die Online-Konsultation wurde viel besucht,
Vielleicht waren ja auch mehrere von Ihnen heute daran beteiligt. Wir hatten weit mehr als 1000 Beiträge auf der Konsultationsplattform bekommen. Das war wirklich sehr, sehr gut. Wir haben die auch alle eingearbeitet in das Weißbuch. Das war eigentlich auch möglich, vor allem dadurch, dass wir eine unabhängige, also jetzt von unserem Kreis eine unabhängige Plattform hatten, die also von einem professionellen Büro auch betreut wurde. Und da gab es ganz verschiedene Beteiligungsmöglichkeiten. Man konnte den Textentwurf kommentieren vom Weißbuch. Man könnte auch seine eigene Meinung einbringen. Worin sieht man eigentlich die größten Herausforderungen für Citizen Science für die nächsten 10 Jahre? Ja, und parallel zu der Online-Konsultation haben wir auch 5 öffentliche Online-Diskussionsforen organisiert. Die fanden als Abendveranstaltungen statt. Da möchte ich jetzt mal eins herausgreifen, nämlich das zu Behörden, Verbänden und Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen. Das war tatsächlich auch ein Diskussionsforum, wo wir über 90 Teilnehmende hatten und an dem ja auch Sie, Frau Melanie Vogelpohl, teilgenommen hatten. Und da möchte ich gerne einmal herausgreifen, was Sie da hervorgehoben haben, denn das fanden wir eigentlich alle sehr, sehr spannend, dass Sie unterstrichen haben, wie wichtig es ist, diesen Funken der Wissenschaft in die breite Öffentlichkeit hineinzutragen, wie man also da Zusammenarbeit fordern kann und vor allen Dingen auch, was ich sehr schön finde und sehr spannend finde, dass Sie auf die Gelingungsbedingungen der Projekte eingegangen sind. Also wie kann man auch Citizen Scientist als Kommunikatorinnen und nicht nur als Datensammler, sondern richtig als Kommunikatorin hier hervorheben und mitnehmen. Also wir können zum Beispiel Fridays for Future über die Nitratbelastung unserer Flüsse kommunizieren. Wie können wir neue Medien nutzen und das auch mit analogen Medien und Möglichkeiten der Datensammlung verbinden? Also das sind alles Themen, die wirklich sehr spannend sind in diesem Prozess. Ja, wir haben auch Positionspapiere eingeholt oder Möglichkeiten gegeben, sowohl Projekten, aber auch Organisationen, Einrichtungen, sich zu positionieren zum Weißbuchtext. Und hier sehen wir, wie viele Positionspapiere aus den verschiedenen Sektoren stammten. Und im Vergleich zum Grünbuch, was ja vorhin Frau Aletta Born auch gesagt hatte, was 2016 herauskam, sieht man ja ganz deutlich, dass dieses Mal sehr viele Einrichtungen aus der Zivilgesellschaft sich mit Positionspapieren, was hier rechts in der Grafik grün gezeichnet ist, sich also sehr viel aus der Zivilgesellschaft da aktiv mit eingebracht haben in diesen Prozess. Und das ist natürlich sehr, sehr schön, das zu sehen. Ja, und parallel zu dem ganzen Prozess sind wir auch gerade dabei, das erste deutschsprachige Open Access Handbuch für Citizen Science zu gestalten und herauszubringen. Da geht es wirklich darum, ein ganz konkretes Handbuch für BürgerInnen, für Menschen, die gerne ein Citizen Science Projekt beginnen möchten, aber nicht so richtig wissen, wie gehe ich das an, wie komme ich eigentlich dazu, dass das mein Projekt auch wirklich erfolgreich umgesetzt wird. Und dieses Handbuch ist genau dazu da, dass es eben Tipps gibt, was kann man tun, was kann man zum Beispiel hier an dem Projekt Flow, kann man das sehr schön sehen, was kann man und sollte man in den einzelnen Projektphasen in einem Citizen Science Projekt beachten, von der Konzeption bis hin zur Anerkennung, um Projekte erfolgreich umsetzen zu können. Und das haben wir also wirklich aufgeteilt in allen möglichen Themenbereiche, von der zum Beispiel Geschichtswissenschaft bis hin zur Astronomie, also sehr, sehr breit gefächert. Ja, also zusammengefasst, ne? Worum geht es, was macht die Citizen Science Strategie eigentlich klar? 3 Sachen möchte ich hierbei hervorheben. Zum einen macht sie klar, dass es sehr wichtig ist, lokale Akteure zu fördern für konkrete, transformative Citizen Science Projekte. Und das heißt, dass wir einen selbstverständlichen, professionell modernen Forschungsdialog ins Leben rufen müssen, dass wir auch einen konkreten Beitrag zur Demokratie und zur Wissensgesellschaft leisten müssen. Zum Zweiten macht die Citizen Science Strategie deutlich, wie wichtig es ist, Citizen Science strukturell zu verankern und zu stärken. Und ein wichtiger Beitrag dazu ist das Einrichten von Citizen Science Stabstellen an jeden größeren Forschungseinrichtungen, in Verbänden, in Behörden, in Kommunen.
Und der dritte Punkt, den ich hier hervorheben möchte, ist, dass das die Strategie hervorhebt, dass Citizen Science ein sehr wichtiger Bestandteil ist, um ja die Wissensgesellschaft weiterzuentwickeln. Und Weiterentwicklung bedeutet eben auch, dass man konkret mobile Technologien weiterentwickelt, dass man auch in künstliche Intelligenz investiert. Gesundheit wurde ja vorhin von Frau Aletta Bonn hervorgehoben als einer von neuen Anwendungsfeldern im Citizen Science Bereich. Dass man auch Schnittstellen schafft zwischen Politik und Management, dass man Sachen umsetzen kann, konkret umsetzen kann, wie das auch der Herr Bachmann vorhin schon betont hatte. Und dass man vor allen Dingen Partizipationsorte schafft. Und natürlich, Citizen Science soll und muss inklusiv sein, dass wir also alle BürgerInnen und die ganze Gesellschaft mitnehmen in den verschiedenen Bereichen. Ja, jetzt können Sie sich schon mal alle vormerken, den 29. April, das ist unser Stichtag, denn da werden wir die Citizen Science Strategie ganz offiziell launchen. Und wir laden Sie alle recht herzlich ein, nach Berlin zu kommen in den Botanischen Garten. Dieser Tag hat eigentlich zwei Sachen zum Feiern. Zum einen natürlich die Citizen Science Strategie, aber dann auch der Nachmittag. Dort wird der große Citizen Science Tag stattfinden. Wir möchten das gerne als ein Citizen Science Fest gestalten, um auch vielen Projekten, Initiativen die Möglichkeit geben, sich vorzustellen und ihnen die Möglichkeit zu geben, mehr über die Projekte zu erfahren, gemeinsam in den Austausch zu kommen, sich zu vernetzen. Ja, also sind Sie alle herzlich willkommen Ende April, dass wir uns da in Berlin alle hoffentlich wiedersehen. Und das alles war möglich durch die aktive Unterstützung, durch den aktiven Beitrag auch der DBU. An dieser Stelle möchten wir uns da ganz herzlich bedanken. Ja, sehr gerne. Vielen Dank, Frau Herrmann, vielen Dank, Frau Bonn, für Ihren Vortrag. Genau, und ich hoffe auch, dass wir uns Ende April dann auch in Präsenz sehen. Das wäre ja immer schön. Sie dürfen sich jetzt gerne einmal wieder ausschalten. Die Rückfragen stellen wir tatsächlich gleich gemeinsam mit den Fragen an Frau Vogt-Heuke, die jetzt als nächstes vorträgt. Genau, Frau Silke Vogt-Heuke ist Biologin und leitet die Plattform Bürger schaffen Wissen am Museum für Naturkunde Berlin und ist für deren wissenschaftliche Weiterentwicklung verantwortlich. Aktuell baut sie am Museum außerdem ein Kompetenzzentrum für Citizen Science auf und auch da freue ich mich, davon jetzt mehr zu hören. Frau Vogt-Heuke, Sie dürfen sich gerne auch mit Kamera und Co. dazuschalten. Genau, ich bin schon angeschaltet. Ach, super, perfekt. Jetzt sehe ich Sie erst. Sorry, das ist immer diese Ansicht hier. Genau, teilen Sie gerne Ihren Bildschirm und dann freuen wir uns. Das mache ich. Sehr schön. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank auch für den Vortrag von Aletta Bonn und Tora Hermanns. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt schon so weit sind. Ah, jetzt will ich freigeben. Weit sind mit der Citizen Science Strategie für 2030 in Deutschland und bin der DBU auch sehr dankbar, dass sie so aktiv den Prozess unterstützt hat. Ich möchte jetzt gerne ein bisschen erzählen von den Plänen, die wir am Museum für Naturkunde in Berlin haben. Und zwar haben wir die Idee, die wir gemeinsam mit der DBU umsetzen wollen, ein Kompetenzzentrum oder ein Citizen Science Zentrum für Natur, Nachhaltigkeit und Digitalisierung zu schaffen und wollen das gerne in den nächsten 18 Monaten erproben. Und was wir auf diesem Weg planen und warum wir das planen, dazu möchte ich Ihnen jetzt ein bisschen etwas erzählen. Meine Kollegin Susanne Hecker wird dieses Konzept gemeinsam mit mir entwickeln. Sie ist leider heute verhindert und ich spreche deswegen für uns beide als Vertreterinnen des Museums. Ich möchte nur noch einmal darauf zurückführen, was ist Citizen Science? Und Frau Bonn hatte schon die Citizen Science Strategie für Deutschland 2020 aus dem Grünbuch erwähnt. Und ich möchte noch einmal hier die Definition für Citizen Science hervorheben, damit wir uns alle auf einem Blatt gemeinsam befinden. Und zwar verstehen wir unter Citizen Science in Abgrenzung zu anderen Partizipationsformaten wie Dialog, Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern in verschiedenen Phasen des Forschungsprozesses, das heißt keine Bildungsformate oder keine dialogischen Formate, sondern tatsächlich einen Forschungsprozess, wo die Beteiligung tatsächlich von der Generierung von eigenen Fragestellungen, der Entwicklung des Forschungsprojektes über die Datenerhebung und die wissenschaftliche Auswertung bis hin zur Kommunikation der Forschungsergebnisse hinreicht. Und das Spannende an Citizen Science ist es, dass es in dieser Zusammenarbeit, in dem gemeinsamen Mitforschen, zu der Zusammenarbeit zwischen Forschungseinrichtungen und institutionell ungebundenen Personen, also dem Ehrenamt beispielsweise, kommt
Und diese Zusammenarbeit sich sehr oft unterschiedlich gestaltet, auch in unterschiedlichen Rollen, auf unterschiedlichen Ebenen. Und es von stark wissenschaftlich geleiteten Projekten, wo es die Beteiligung von BürgerInnen und Bürgern gibt, bis hin zu völlig eigeninitiierten, freien Projekten, wo tatsächlich BürgerInnen selbst aktiv werden und mit einem Bottom-up-Ansatz eigene Projekte initiieren, das ganze Spektrum an Projekten gibt. Und das macht Citizen Science so einzigartig und spannend. Und das Potenzial in Deutschland wächst und wird von einer breiten Community getragen, wie sie sich zum Beispiel in der AG Weißbuch zusammengefunden hat. Und tatsächlich gibt es sehr, sehr, sehr gute Gründe für Citizen Science, die inzwischen auch wissenschaftlich aufgearbeitet sind. Frau Herrmann hat eben schon das hoffentlich bald erscheinende Buch, das Handbuch Citizen Science erwähnt. Es gibt aber auch zwei ganz tolle andere Bücher, die schon erschienen sind. Einmal das Buch The Science of Citizen Science und sein Vorgänger Citizen Science Innovation in Open Science, Society and Policy, wo sehr schön in verschiedenen Kapiteln aufgezeigt wurde, warum es sich lohnt, Citizen Science zu machen. Was ist der Mehrwert auf beiden Seiten für Gesellschaft, aber die Wissenschaft, die Forschung? Und es gibt in den letzten Jahren eine ganze Reihe an wissenschaftlichen Publikationen, die tatsächlich diesen Mehrwert belegen, die den Mehrwert für die Gesellschaft beleben, aber eben auch zeigen, dass exzellente Wissenschaft entstehen kann unter der Beteiligung von Citizen Scientists und tatsächlich die Forschung ebenso profitiert. Und gleichzeitig können wir feststellen, dass es auch eine Etablierung von Citizen Science gibt. Und das spiegelt sich wieder in unterschiedlichen Assoziationen im englischsprachigen Raum, wie zum Beispiel Science Data zu wissenschaftlichen Journalen, wie das Journal Citizen Science Theory in Practice, die sich etabliert haben, aber auch in Deutschland der Etablierung der deutschen Plattform für Citizen Science, Bürger schaffen Wissen, oder dem Europäischen Verein für Bürgerforschung, ECSA, European Citizen Science Association, die bei uns am Museum für Naturkunde beheimatet ist. Das heißt, es gibt in den letzten Jahren eine ganze Reihe von Merkmalen, die zeigen, dass Citizen Science sich immer weiter etabliert und auch das Weißbuch Citizen Science bestärkt diesen Eindruck, wie das eben schon sehr schön dargelegt wurde von Frau Bonn und Frau Herrmann. Das heißt, wir scheinen auf einem sehr, sehr, sehr guten Weg zu sein, um Citizen Science tatsächlich Mainstream zu machen. Aber wenn man dann ein bisschen tiefer guckt und sich anschaut, welche Felder machen denn Citizen Science und wer versteht sich tatsächlich als Citizen Scientist oder als Bürgerforscher, stellen wir fest, dass es ganz, ganz viele Namen gibt, also Bürgerwissenschaft, Bürgerforschung, ehrenamtliche Forschung, Citizen Science. Aber andere Felder, andere Namen benutzen, wie zum Beispiel transdisziplinäre Forschung, partizipative Aktionsforschung, viele Museen, Bibliotheken und Archiven seit vielen, vielen Jahren schon Citizen Science von der Definition her machen, aber diesen Begriff gar nicht verwenden. Und auch Wissenschaftsläden, Makerspaces, Fablabs und Reallabore sind Orte, in denen für unser Verständnis Citizen Science gemacht wird und auch sehr gut auf die Definition laut Grundbuch passen, die aber oftmals den Begriff Citizen Science nicht verwenden und so diese Communities, die Citizen Science Community und zum Beispiel die Makerspace und PepLab Communities selten zusammenkommen. Und um tatsächlich hier neue Denkräume zu schaffen, die die Transformation ermöglichen, die wir gerne uns für unsere Gesellschaft erhoffen, um tatsächlich besser Natur- und Biodiversitätsschutz zu ermöglichen und Deutschland in eine nachhaltige Vision herüber zu schaffen, würden wir gerne als Museum für Naturkunde neue Denkräume ermöglichen. Und unsere Vision ist, dass wir die Citizen Science Community besser integrativ, nachhaltig und das transdisziplinär vernetzen und tatsächlich Akteure aus dem Naturschutz- und Biodiversitätsbereich, aus dem Nachhaltigkeits- und Transformationsbereich und aus dem Bereich der Digitalisierung, wo das Museum mit der Digitalisierung seiner Sammlung und der Entwicklung von Apps zur Biodiversitätsentdeckung führend ist, dass wir diese Akteure und AkteurInnen zusammenbringen, um gemeinsam in Denkräumen die Transformation tatsächlich weiterzudenken und, wie Frau Bonn so schön gesagt hat, von der Ambition tatsächlich zur Aktion zu kommen.
Und wir denken, dass das Museum für Naturkunde hier ein guter Startpunkt ist, um diese Denkräume anzubieten. Zum einen ist das Museum ein physischer Ort. Das heißt, wir haben die Räumlichkeiten vor Ort. Wir sind ein Gebäude mit Geschichte, wo auch schon seit Jahren Citizen Science gemacht wird und jetzt mit der Digitalisierung der Sammlung neue Wege gegangen wird. Und zum anderen haben wir viele andere Infrastrukturen, von denen wir profitieren könnten und die gemeinsamen Akteure hier neue Impulse kriegen könnten. Beispielsweise haben wir am Museum für Naturkunde eine App entwickelt, Naturblick, mit der man die Stadtnatur entdecken kann, die einen eingebauten Mustererkennungsalgorithmus hat, um unter anderem Pflanzen zu bestimmen oder Vögel anhand von Vogelstimmen zu bestimmen. Des Weiteren formieren sich hier am Museum gerade neue Cluster, wie das MFN-Cluster Natur Berlin, wo genau das versucht wird, was wir jetzt größer aufziehen wollen, tatsächlich unterschiedliche Akteure aus unterschiedlichen Bereichen zusammenzubringen, um Natur in Berlin weiter zu schützen und Biodiversitätsakteure zusammenzubringen über die Digitalisierung von unserer Sammlung. Wir haben am Museum auch Infrastrukturen wie die Berlin School of Public Engagement, wo Jungwissenschaftler, Nachwuchswissenschaftlern Public Engagement, also das Einbeziehen der Öffentlichkeit, näher gebracht wird über Ausbildungsangebote. Und wir sind die wissenschaftlichen Partnerinnen, die wissenschaftlichen Koordinatoren von sowohl der EU Citizen Science Plattform, also der europäischen Plattform für Citizen Science, als der deutschen nationalen Plattform Bürgerschaftenwissen. Und ich habe das schon oft erwähnt, am Museum wird derzeit groß angelegt die Sammlung digitalisiert und das wird unter anderem vorangetrieben von der Mediasphere for Nature, die derzeit Online-Angebote schafft, wo diese Digitalisate tatsächlich auch der Öffentlichkeit als Open Science-Angebot offen zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, wir als Museum haben unterschiedliche Ressourcen, unterschiedliche Kompetenzen, die wir mit einbringen könnten, um das Feld Citizen Science tatsächlich in eine neue Ära zu führen und die Transformation voranzutreiben. Und wen wollen wir mit dem Citizen Science Zentrum Natur, Nachhaltigkeit und Digitalisierung alles erreichen? Unsere Vision ist, tatsächlich unterschiedliche Akteure einzubinden in diese Denkräume. Zum einen wollen wir gerne Wissenschaftsläden und vergleichbare Transfereinrichtungen, die es in Deutschland bereits gibt, einladen, mit uns darüber nachzudenken, wie wir Citizen Science weiterentwickeln können. Wir wollen insbesondere auch gerne die Tüftlerinnen und Bastlerinnen aus der FabLab und Makerszene zusammenbringen und einladen, sich einzubringen, dass tatsächlich die Sensorik, die technische Entwicklung von Citizen Science Projekten gestärkt wird und hier die Citizen Science Community besser zusammenzubringen mit dieser mehr technisch orientierten Community. Wir wollen auch besser Haupt- und Ehrenamtliche aus NGOs im Bereich Naturschutz und Nachhaltigkeit einbinden. Denn hier ist ganz, ganz großes und auch sehr traditionell verankertes Potenzial, Citizen Science weiterzudenken und weiterzuentwickeln. Und deswegen wollen wir natürlich auch Citizen Science Projekte und Bürgerforschende aus dem Bereich Naturschutz einladen, mit uns über Citizen Science und die Zukunft von Citizen Science nachzudenken. Und natürlich wollen wir auch gerne wissenschaftliche Akteure aus dem Bereich Citizen Science, Natur, Nachhaltigkeit, aber eben auch aus der Nachhaltigkeits- und Transformationsforschung einzuladen, in diese Denkräume zu gehen und über neue Visionen für Citizen Science nachzudenken. Und das ganze Citizen Science oder die Entwicklung des Citizen Science Zentrums am Museum für Naturkunde ist mit Anfang dieses Jahres gestartet. Wir haben einen Förderzeitraum von 18 Monaten, in dem wir mit unterschiedlichen Aktivitäten und unterschiedlichen Organisationen und Events am Ende gerne das Zentrum auskunden würden. Ich möchte einmal erwähnen, dass wir unterschiedliche Netzwerktreffen und Workshops planen, wo wir gerne sehr breit einladen wollen, unsere Türen öffnen wollen und das Museum als Raum nutzen wollen, um diese unterschiedlichen Akteure, die ich eben erwähnt habe, einzuladen und uns gemeinsam über die Entwicklung des Citizen Science Zentrums und seine Förderschwerpunkte und seine Entwicklungsschwerpunkte nachzudenken. Vogt-Heuke, ich will Sie gar nicht groß unterbrechen. Ich würde gerne noch so ein paar Rückfragen gleich stellen, wenn Sie so langsam. Ich komme zum Ende. Dankeschön. Ja, genau.
Und das Ganze ist in einem modularen Aufbau angedacht, sodass wir hier am Ende die Konzeption des Citizen Science Zentrums ausrufen können. Und wir hoffen, dass wir dann auch Sie vielleicht in unserem Citizen Science Zentrum empfangen können, willkommen können. Und ich freue mich sehr auf die weitere Zusammenarbeit mit der DBU und hoffe, dass wir jetzt ein paar Fragen beantworten können. Und ganz, ganz vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auch ganz, ganz herzlichen Dank für Ihren Vortrag, Frau Vogt-Heucke, und vielen Dank. Das war ja auch quasi schon das Ende, als ich mich eingeschaltet habe. Genau, ich mag einmal zwei Fragen so ein bisschen zusammenfassen. Das ist von Frau Södber und Frau Baumgart. Frau Södber hat so ein bisschen angerissen, dass es ja häufig auch Bedenken gegenüber Citizen Science Projekten gibt, mit Blick auf die Qualitätssicherung. Da war einmal die Frage, wie das so im Weißbuch-Prozess diskutiert wurde. Und Frau Baumgart fragt aber auch konkret, wie sind denn die Erfahrungen mit dem Umgang mit den erhobenen Daten? Und unter welchen Bedingungen, Regelungen kann man die überhaupt nutzen? Man hat unterschiedliche Interessenslagen und so weiter. Genau, also Frau Bonn, Frau Herrmann, Frau Vogt-Heucke, wer sich berufen fühlt, sehr gerne. Okay, vielleicht kann ich dazu gleich. Das ist natürlich ein wichtiger Punkt, der immer wieder diskutiert wird. Und dazu muss ich nur einfach sagen, Datenqualität ist bei jeder Wissenschaft total wichtig. Ob wir jetzt mit Studierenden rausgehen, mit angehenden Doktoranden, die auch neu sind, oder mit Expertinnen und Experten aus dem Naturschutz, die vielleicht schon 20 Jahre mit ihrem Taxon unterwegs sind. Also deswegen, wir müssen auch sehen, Citizen Science ist nicht unbedingt, kann sowohl mit Einsteigerinnen als auch mit Expertinnen durchgeführt werden und auch geleitet werden. Wir haben, und da fördert die DBU zurzeit auch gerade ein Projekt mit der Doktorandin Julia von Gönner, wo es darum geht, Datenqualität im Flow-Projekt Datenqualität zu vergleichen von Citizen Science und amtlichen Messwerten für Fließgewässer. Und da machen wir gerade eine ziemlich stringente Untersuchung, wie denn zum Beispiel Citizen Science Projekte, die vielleicht nur einen Tag Schulung hatten, auch ob die Datenqualität stimmt. Hier muss man sich ehrlich machen und da muss man dann eben auch wirklich sagen, wenn wir tatsächlich politischen oder sozial relevanten Impact haben wollen, dann müssen natürlich die Datenqualität stimmen. Gleichzeitig noch mehr als die Datenqualität. Ich glaube, damit es auch Wirkung entstehen kann, muss es sozusagen auch in politische und Managementprozesse reinfließen können. Es muss also irgendwie passfähig sein. Und das zum Beispiel, das ist wirklich, also das würde ich jetzt zum Beispiel sagen, das ist eine Herausforderung, die wir vor allen Dingen auch als Wissenschaftlerinnen lösen müssen, zusammen in den Citizen Science Projekten, damit eben dieses Handlungswissen, nicht nur Wissen, sondern auch tatsächlich transformative Handlungen dann auch entstehen können. Also deswegen, ja, unterstütze ich sehr. Daten ist ein einzelnes Kapitel tatsächlich und Datenqualität. Es geht auch um Management. Es geht nicht nur um Qualität, sondern auch Management, Archivierung. Und da müssen wir sagen, da sind ja auch die Forschungsprojekte an den Unis nicht unbedingt immer super. Also deswegen, man muss nicht heiliger sein als alle anderen DFG-Projekte. Trotzdem, da muss wirklich was passieren in die Archivierung und im Management von Daten. Und da ist es zum Beispiel so, dass wenn man jetzt, da gibt es zum Beispiel durch GFB oder NFDI auch schon Möglichkeiten, um Datenmanagementpläne zu machen. Aber da würde ich auch sagen, da ist auch auf der akademischen Forschung auch noch viel zu tun. Dankeschön, Frau Bonn. Herr Wanner fragte auch nochmal oder beschrieb, dass Citizen Science Projekte ja häufig auch auf eine gewisse große Masse an Datensammlern und Sammlerinnen ausgelegt sind. Und er fragt einmal nach, wie denn in diesen großen Gruppen auch diese Grundsätze zur gemeinsamen Forschung und gemeinsame Forschungsprozesse gestalten, umgesetzt werden können, dass die Daten eben nicht nur im abgesteckten Rahmen, sondern auch diesen Forschungsrahmen mitgestaltet werden können. Und Frau Baum hat das tatsächlich aus der Praxis auch nochmal bestätigt, dass es sich manchmal wirklich so anfühlt. Man wird einfach nur beforscht, aber ist eigentlich nicht wirklich dabei. Möchte jemand von euch, Silke oder Tora? Also ich kann da vielleicht nur aus eigener Erfahrung sagen, dass von den Forschungsergebnissen, die wir vorliegen haben oder die ich kenne, auch aus anderen Projekten, es tatsächlich so ist, dass die Beteiligten in den Projekten oftmals sehr positiv von ihren Erfahrungen berichten, da tatsächlich dieser Mehrwert, dass sie lernen, dass sie Transparenz erfahren von der Wissenschaft, was mitnehmen und vor allen Dingen auch selbstwirksam werden können und sich einbringen können in Forschung, in relevante Forschung, sehr gut sind. Aber aus der Außenperspektive ist es natürlich oft so, dass es wirkt, als wenn Citizen Science ganz, ganz viele Teilnehmende quasi
sag ich mal, missbraucht oder ausnutzt als Datensklaven. Aber ich kann aus der eigenen Perspektive sagen, dass ich glaube, dass da versucht wird, immer ein sehr, sehr gutes Gleichgewicht zu finden, sodass auf beiden Seiten eben ein Profit mitgenommen wird. Und das macht auch gute Citizen Science Projekte aus, dass eben sowohl die Mitwirkenden als auch die Wissenschaft davon profitieren. Ja, vielen Dank. Ich glaube, das ist auch was, wo wir zumindest versuchen, in den Projekten, die wir fördern, mit drauf zu achten, dass es da nicht nur geht, eine möglichst große Datenmenge zu sammeln, sondern eben gemeinsam zu forschen und das wirklich ja möglichst transformativ zu gestalten. Ich muss leider die Fragerunde, auch wenn noch Fragen da sind, so ein bisschen abkürzen, damit wir auch die anderen beiden Vorträge gleich noch in voller Länge genießen können und am Ende noch eine kleine interaktive Übung einfügen können. Ich lade Sie herzlich ein, Frau Bonn, Frau Herrmann, Frau Vogt-Heuke, wenn Sie im Chat noch Fragen beantworten mögen, machen Sie das sehr gerne. Wie gesagt, wir sichern die Chats nachher, zumindest für uns intern. Es gab auch die Frage, ob die Präsentationen zur Verfügung gestellt werden. Mit Ihren Zustimmungen machen wir das sehr gerne. Vor allen Dingen werden die Workshops hier gerade auch aufgezeichnet. Das können Sie also in jeder Zeit auch nachschauen. Dann, da bekommen alle Teilnehmende eine E-Mail mit den Links zu unserem YouTube-Kanal, wo die dann zur Verfügung sind. Vielen Dank an Sie drei schon mal, ganz herzlichen Dank. Und von den Citizen Science kommen wir jetzt rüber zu den Reallaboren. Und ich freue mich, dass Herr Wanner heute hier ist vom Wuppertal-Institut. Er ist dort wissenschaftlicher Mitarbeiter im Forschungsbereich Innovationslabore. Und seine Arbeitsschwerpunkte liegen unter anderem im Bereich der transformativen und transdisziplinären Forschung in Reallaboren. Von daher freue ich mich sehr, dass er jetzt auch von einem DBU-Projekt berichten kann, den Transformative Innovation Labs. Herr Wanner. Vielen herzlichen Dank. Ja, ich freue mich, da zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Auch ich teile meinen Bildschirm und was damit einhergeht, leider ist, dass mein Video gleich verschwinden wird. Das bitte ich zu entschuldigen. Ich hoffe aber zumindest, dass Sie jetzt die Präsentation in voller Größe sehen. Und das ist natürlich jetzt auch im Zentrum. Genau, ich darf die Ergebnisse des Transformative Innovation Labs vorstellen. Das war ein DBU-gefördertes Projekt vom Wuppertal-Institut, von der Leuphana-Universität Lüneburg und von der Freien Universität Berlin. In diesem Projekt ging es darum, zu überlegen, wie man transformatives und transdisziplinäres Lehren und transdisziplinäres und transformatives Forschen, Entschuldigung, wie man das wiederum an Studierende herantragen kann und die befähigen und begleiten kann, solche transformativen Forschungsformate tatsächlich selbst durchzuführen. Zum groben Ablauf war es eben so, dass wir zwischen 2017 und 2020 zum einen eben so ein didaktisches Konzept pilotiert haben, wie man unten links sieht, dann in zwei Durchgängen sehr intensiv erprobt und evaluiert haben. Und zwischendrin gab es ganz viel Vernetzung und Verbreitung dazu. Das lasse ich heute weg. Ich konzentriere mich auf unser didaktisches Konzept und gehe am Ende auf die auch uns gestellten Fragen ein, welche Herausforderungen, welche Potenziale wir eigentlich sehen bei so einem Format. Auf den nächsten Folien sieht man, also was ich jetzt einblenden werde, sind vier Grundlagen, die wir dazu genommen haben, um dieses Transformative Innovation Lab als Lehrmodul zu konzipieren. Ich werde die jeweils nur sehr kurz anreißen, aber einfach damit deutlich wurde, so in welchem gedanklichen, diskursiven und methodischen Rahmen haben wir uns da bewegt, damit das einmal eben aufgeschrieben ist. Das erste ist die Transdisziplinarität, die ich gerade schon erwähnt habe. Der Begriff und das Konzept ist ja hier vielen sicherlich geläufig. Wir haben hier nochmal die inzwischen recht klassische Darstellung mitgenommen von Daniel Lang und KollegInnen. Der spricht ja nachher auch noch direkt zu einem anderen Projekt. An vielen Punkten hat das auch große Ähnlichkeiten inzwischen zum Citizen Science Ansatz. So die wichtigsten Sachen, die man hier eben nochmal rausziehen kann, ist, wir möchten am Anfang eines gemeinsamen transdisziplinären Forschungsprozesses eine gesellschaftlich relevante Problemstellung haben, die hier im Beginn dieser gemeinsamen Forschungsfrage, dieses gemeinsamen Forschungsprozesses dann eine Rolle spielt. Dann möchten wir ganz intensiv in so einem Prozess sowohl Akteure aus der gesellschaftlichen Praxis als auch der wissenschaftlichen Praxis zusammenbringen. Und diese Akteure gehen dann gemeinsam durch so einen Forschungsprozess mit einer Teambildung, auch der gemeinsamen Fragestellungsentwicklung und dann eben ganz intensiv dieser Integration verschiedener Wissensbestände und Fachkenntnisse. Und ein ganz wichtiges Element dieser transdisziplinären Forschung ist, dass am Ende
ein tatsächliches Ergebnis, ein Nutzen sowohl für die gesellschaftliche Praxis als auch für die wissenschaftliche Praxis dabei rumkommen muss. Wie gesagt, das doppelt sich an vielen Stellen inzwischen auch mit so einem Citizen Science Ansatz, ist hier aber tatsächlich auch schon seit 20, 30 Jahren sehr, sehr gut und sehr intensiv und elaboriert ausgearbeitet, wie so ein Forschungsablauf dann eben aussehen kann. Die nächste Folie ist das Reallabor als Methode. Was Sie sofort sehen, ist, dass das große Ähnlichkeiten hat zu dem transdisziplinären Ansatz, weil es sich eben auch daraus sehr, sehr stark bedient. Wir haben hier, so wie eben gesehen, einmal Wissenschaft, einmal Praxis, die zusammenkommen und dann in drei Schritten durch so ein Co-Design, eine Co-Produktion und eine Co-Evaluation durch so einen Forschungsprozess gehen. Und so nochmal die etwas stärkere Fokussierung eines Reallabors ist eben tatsächlich auf der Co-Produktion, also dem tatsächlichen Ausprobieren, dem reellen Experimentieren in einem solchen Forschungsprojekt und dem daraus folgenden Lernen und Reflektieren. Das ist so der wichtige Punkt an der Stelle. Und oben drüber die Überschrift ist eben nochmal so, für uns ist ein Reallabor ein transdisziplinäres und transformatives Forschungsprojekt. Das ist ein ganz wichtiger Kern von so einem Reallabor. Was uns dann auch noch sehr intensiv beschäftigt hat, war das Thema transformatives Lernen. Das will ich auch hier nur ganz kurz aufreißen. Das ist ja eigentlich ein Diskurs aus der Erwachsenenbildung, aus der Psychologie, aus der Begleitung von Lern- und Veränderungsprozessen. Das wird inzwischen sehr intensiv auch in diesem ganzen BNI, also Bildung für nachhaltige Entwicklungskontext, diskutiert. Ein wichtiger Schwerpunkt dieses transformativen Lernens ist es eben, Individuen über intensive Lernerfahrungen zu ermöglichen, ihre individuellen Bedeutungsperspektiven zu reflektieren und zu verändern. Das wiederum hat dann häufig eben auch so einen Emanzipationsaspekt, den wir versucht haben, auch in unseren Modulen sehr stark mit reinzunehmen. Und genau, entsprechend war das einfach immer wieder eine Leitidee für unsere Module. Dann haben wir einen sehr deutlichen Fokus auf Schlüsselkompetenzen gehabt. Die möchte ich hier nicht weiter ausdifferenzieren, sondern nur Ihren Blick darauf lenken. Das eine sind links blau eben diese Schlüsselkompetenzen für Nachhaltigkeitstransformationen, die schon jetzt auch seit über zehn Jahren diskutiert, angewendet und sehr, sehr, sehr breit diskutiert werden. Und rechts unten haben wir nochmal professionelle Fähigkeiten rausgezogen, auch aus diesem Strang, welche Kompetenzen brauchen zukünftige, in unserem Fall zukünftige Forscherinnen und Forscher, um transformativ wirken zu können. Und auch da haben wir einiges mitgenommen. Auch einiges, was in so eine Richtung Persönlichkeitsentwicklungsbereich geht und weniger jetzt eine ganz harte wissenschaftliche Methode umfasst. Diese vier Punkte zusammengenommen haben wir versucht, in einen Ablauf zu packen, den wir das Transformative Innovation Lab genannt haben. Auch hier werde ich nicht einzeln mit Ihnen darauf eingehen, Ihnen eher gleich danach noch das Handbuch empfehlen, das wir geschrieben haben, wo wir sehr detailliert aufgelistet haben, welche Punkte Sinn machen, nacheinander aufzurufen und durchzuarbeiten. Nur im Groben folgen diese Bubbles, diese schönen Kreise, folgen dieser Idee dieses Reallabors, das ich vorhin vorgestellt habe, also Co-Design, Co-Produktion, Co-Evaluation. Diesen Weg haben wir versucht, mit den Studierenden gemeinsam zu durchschreiten und an den jeweiligen Stellen genügend Input zu geben, genügend Handreichung zu geben, genügend Befähigung auch persönlicher Art zu geben, um sich in diese herausfordernden realweltlichen Settings begeben zu können. In unserem Fall war auch die Idee, dass am Ende von so einem ein-, zweisemestrigen Seminar eine Masterarbeit steht, damit man von dort direkt in so eine Abschlussarbeit gehen kann. Das hat teils funktioniert, teils war das aber auch schwierig. Hier eben nochmal ganz kurz der Blick, das lese ich Ihnen nicht alles vor, sondern nur die Informationen. Wir haben eben in diesem Handbuch für jeden dieser Kreise, die ich gerade gezeigt habe, das sehr kleinteilig ausdifferenziert, den Inhalt beschrieben, was kann man da reingeben in dieser Phase, welche Lernziele gibt es in dieser Phase, welche Optionen der didaktischen Umsetzung gibt es und welche Formate empfehlen wir für sowas. Und wir sind da ganz explizit auch an vielen Stellen wieder raus aus den Universitäten gegangen, haben eigene Lern- und Erfahrungsräume gesucht und geschaffen, um eben auch an der Stelle Persönlichkeitsentwicklung, aber eben auch diese realweltliche Komponente drin zu haben. Das noch ganz kurz der Blick auf die Pilotstudiengänge. Das waren zum einen
Studierende des Masters Nachhaltigkeitswissenschaft an der Leuphana-Universität Lüneburg und zum anderen Studierende des Masters Zukunftsforschung an der FU Berlin. Jeweils zwei Kohorten, die wir da hatten, und mit denen sind wir sehr intensiv in diese Schritte durchgegangen, haben das Konzept verfeinert etc. Am Ende würde ich gerne auf die Herausforderungen und Potenziale gucken. Zum einen, angefangen jetzt mit den Herausforderungen, wir haben ganz klar gesehen, dass sich bestimmte Studiengänge natürlich stärker dazu eignen, diese ganz spezielle Form des transdisziplinären, transformativen Forschens anzuwenden. Und dass es entsprechend gute Auswahlverfahren gibt, welche Studiengänge nimmt man da rein und auch welche Personen aus diesen Studiengängen möchte man vielleicht nochmal extra da rausholen, weil wir das tatsächlich nochmal mit einer eigenen kleinen Bewerbungsauswahl mit verbunden hatten. Dann ist das nächste natürlich die passfähigen Module und zwar ganz wichtig, dass die Studierenden wirklich ihre Credit Points bekommen für die Teilnahme an so einem Seminar. Und dazu braucht es natürlich ein Modul, das genügend Freiraum lässt für solche großen Praxisblöcke und so ein wirklich selbstständiges, forschendes Arbeiten. Was wir immer wieder hatten, war das Thema Netzwerk mit Praxis aufbauen. Also auf was können die zurückgreifen, die Studierenden? Müssen die sich wirklich selbst ihre PraxispartnerInnen suchen oder können sie darauf was aufbauen? Da ist aus unserer Sicht tatsächlich einfach wichtig, dass man das in einen größeren Rahmen stellt und frühzeitig den Studierenden hier Brücken bauen kann. Das ist auch ganz wichtig für den nächsten Punkt, dieses Rollenverständnis, Forschungsethik. Da haben wir relativ viel Fokus drauf gelegt, weil viele Studierende erstmal überfordert sind mit diesen verschiedenen Hüten, die sie aufhaben und entweder dann in so eine Rolle kippen, dass sie eher zu AktivistInnen werden, oder wiederum einfach sehr stark in dieser wissenschaftlichen, beobachtenden, eher objektivierenden Position verharren. Wir haben versucht, das immer wieder zu verbinden mit Persönlichkeitsentwicklung, Erwartungsmanagement. Das ist aber immer wieder eine große Herausforderung. Da sind auch Studierende, die wollen viel verändern und bewirken. Entsprechend muss man da immer wieder gucken, was ist im Rahmen eines solchen Ausbildungsschrittes ja auch, was ist da möglich. Und das hängt natürlich auch ganz intensiv mit der Zeitplanung, Masterarbeit zusammen. Das muss man frühzeitig wirklich gut adressieren und auch an der Stelle wieder Barrieren abbauen, um dann eben auch so eine Masterarbeit in so einem Rahmen zu ermöglichen. Das auch nur ganz kurz angeschnitten, freue mich auch auf Diskussionen noch zu den Punkten, das nur so als Überblick. Und als Abschluss eben diese Potenziale. Aus meiner Sicht ist das schon ein spezielles Segment, diese transformative Forschung. Die ist nicht für jede Forschungsfrage geeignet und für jedes gesellschaftliche Thema. Aber aus meiner Sicht auch eine sehr, sehr wertvolle Art der Forschung und für die Teilnehmenden. Das war auch so die Erfahrung, die wir gemacht haben, war es insofern sehr, sehr wertvoll, weil es eine sehr vieldimensionale Kompetenz- und Persönlichkeitsentwicklung war, die ihnen da angeboten wurde und die sie durchlaufen haben durch dieses sehr intensive Einsteigen in diesen Kosmos. Ich muss allerdings auch abschließend noch sagen, wir hatten keine Möglichkeit von der Förderung her und von der Zeit her eine umfangreiche Evaluation vorzunehmen in diesem Projekt. Das heißt, das mussten wir an der Stelle dann mit vielen subjektiven Empfindungen der Teilnehmenden einfach abrunden und abschließen. Es gibt, wie gesagt, ein Handbuch dazu. Es gibt noch eine Homepage dazu, dieses transformative-innovation-lab.de. Da findet man noch eine ganze Menge an Material. Und an der Stelle mache ich jetzt erstmal einen Punkt und bedanke mich und freue mich auf die Diskussion. Ja, vielen Dank, Herr Wanner. Genau, die Diskussion würden wir wieder nach dem nächsten Vortrag quasi verschieben. Sie dürfen Ihren Bildschirm auch gerne wieder entteilen, wie das heute so schön heißt. Dankeschön. Und dann gebe ich jetzt erstmal an die Leuphana-Universität Lüneburg ab. Und zwar begrüße ich Herrn Daniel Lang und Stefanie Drautz. Und Professor Daniel Lang ist seit 2010 Professor für transdisziplinäre Nachhaltigkeitsforschung an der Leuphana-Universität. Und seit Anfang des Jahres hat er auch den UNESCO-Chair Hochschulbildung für nachhaltige Entwicklung inne. Stefanie Drautz ist studierte Geografin und heute als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl von Herrn Lang tätig. Und zuvor war sie Mitarbeiterin und Projektmanagerin in nationalen sowie internationalen BNE-Projekten und in der Konzeption von Klimaschutzformaten. Damit übergebe ich gern an Sie. Ich kann Sie noch nicht hören. Ich sehe die Präsentation. Ich glaube, Sie haben Ihr Mikro noch geschlossen, Herr Lang.
Jetzt müssen Sie mich hören können, oder? Ja, jetzt kann ich Sie hören. Wunderbar, wunderbar. Sehr schön, das freut mich sehr. Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Und Matthias Warner hat natürlich eine super Vorlage jetzt geleistet für das, was wir jetzt am Ende noch zeigen. Und wir haben probiert, auch so ein bisschen konkret in Projekte reinzugehen und zu zeigen, eben wie denn transdisziplinäres, transformatives Forschen und Lernen in Reallaborkontexten funktionieren kann. Aber als erstes noch mal kurz eine Folie zur Frage, warum machen wir das denn überhaupt? Ein zentraler Punkt, warum wir das machen oder warum wir denken, dass transformatives Forschen und transdisziplinäres Forschen in Reallabor-Settings einen Beitrag leisten kann zu sozial-ökologischer Transformation, sind zumindest drei Aspekte, die wir wichtig finden. Zum einen, wenn wir tatsächlich Inputs leisten wollen, um transformative Prozesse zu gestalten, geht es stark darum, handlungsorientiertes Wissen zu generieren, das ganz andere Charakteristika auch noch hat, wie klassisches wissenschaftliches Wissen sei es, dass es co-kreiert ist, also dass man unterschiedliche Wissensformen zusammenbringt, dass es emergent ist, dass es wirklich nicht darum geht, das ist das finale Wissen, sondern das Wissen sich kontinuierlich weiterentwickelt oder dass es strategisch ist, dass es Wissen ist, das dazu beiträgt, sowas wie die SDGs umzusetzen. Schlüsselkompetenzen ist, glaube ich, eine zentrale Herausforderung. Da hat aber Matthias Warner schon dazu gesprochen. Und ein dritter Bereich ist, glaube ich, auch wichtig. Und da gehen wir dann am Ende drauf ein, ist wirklich die Frage, wenn wir jetzt in spezifischen Kontexten forschen und tatsächlich wissenschaftliche Erkenntnisse generieren, aber auch transformative Prozesse anschieben, ist die Frage, wie können wir dann tatsächlich diese Lösungsansätze skalieren und transferieren an andere Orte? Um das zu machen, starten wir jetzt gar nicht mit einem DBU-Projekt, um zu zeigen, dass Reallabore tatsächlich Orte sein können, wo diese Aspekte erfüllt werden, sondern starten mit einem BMBF-geförderten Projekt und kommen dann am Ende aber auch zu einem DBU-Projekt, wo wir vor allem dann um die Frage von Transferierbarkeit und Skalierbarkeit von Erkenntnissen aus Reallaboren über das sprechen wollen. Jetzt will ich erstmal sprechen von einem längerfristigen Projekt in einem Reallabor und da ist es mir wichtig, eben Reallabore nicht als Methode zu verstehen, sondern als Forschungssettings, in dem dann unterschiedliche Methoden und vor allem experimentelle Methoden angewendet werden. Das mag so ein bisschen nach Korinthenkackerei sich anzuhören, aber ich glaube, es ist nochmal gut zu verstehen, Reallabore wirklich als Forschungssettings, die sich langfristig etablieren, wo Vertrauen geschaffen wird zwischen unterschiedlichen AkteurInnen, die in diesen Settings unterwegs sind und dann konkreten Methoden, die angewendet werden in diesen Settings. Unser Reallabor, in dem wir jetzt schon länger arbeiten, ist das Reallabor Lüneburg 2030+. Das hat sich entwickelt in der Förderung Zukunftsstadt, im Wettbewerb Zukunftsstadt, das vom BMBF gefördert wurde. Da gab es eine erste Phase, wo es stark darum ging, Visionen zu entwickeln. Da haben wir mit 750 Erstsemesterstudierenden, es gab die Frage eben, wie kann man mit auch früheren Jahrgängen oder Bachelorstudierenden konkret tatsächlich arbeiten. Das waren Erstsemesterstudierende, wo wir tatsächlich über ein Semester hinweg mit 200, 250 BürgerInnen 25 Visionen für Lüneburg in ganz unterschiedlichen Bereichen mit unterschiedlichen Ansätzen. Also es ging von gestalterischen Ansätzen über klassische Szenarioentwicklungen 25 Visionen entwickelt haben. In der zweiten Phase ging es dann darum, tatsächlich sich Gedanken zu machen mit Bürgerinnen und Bürgern. Wiederum Studierende waren auch stark involviert und Wissenschaftlerinnen. Was gibt es denn für konkrete Maßnahmen, wie wir diesen Visionen näher kommen können. Und da haben wir einen Gamification-Ansatz gewählt, wo tatsächlich auf eine spielerische Art und Weise, basierend auf Inputs von anderen Kommunen, von Best Practices in anderen Kommunen, tatsächlich ganz konkrete Lüneburger Ideen entwickelt wurden. Was wären denn ganz konkrete, greifbare Maßnahmen, um sich diesen Visionen, diesen 25 Visionen tatsächlich zu nähern? In der dritten Phase, in der wir aktuell auch sind, ging es dann tatsächlich richtig ins Reallabor und zu den Realexperimenten.
wo wir gemeinsam mit unterschiedlichen AkteurInnen und eigentlich immer von Anfang an in der Trias von Stadtverwaltung, zivilgesellschaftliche AkteurInnen und Universität 15 konkrete Realexperimente entwickelt haben, die sich an den 17 SDGs orientieren und die am Ende dann ein Leitbild, das aktuell auch in Lüneburg entwickelt wird, ein integriertes Stadtentwicklungskonzept, die dann letzten Endes dieses integrierte Stadtentwicklungskonzept informieren. Ich kann jetzt nicht auf alle Experimente eingehen, aber vielleicht mal eines exemplarisch, dass es greifbar wird. Was kann denn, wie kann so ein Experiment aussehen? Und das ist quasi ein Experiment, wo wir mittendrin stecken. Also ein Experiment Lieblingsplätze, wo es stark darum geht, zu experimentieren, was bedeutet Aufenthaltsqualität in der Innenstadt, wie kann man Aufenthaltsqualität für unterschiedliche Akteursgruppen steigern. Das haben wir angefangen letztes Jahr in der Startwoche. Eben die Erstsemesterstudierenden kamen an die Leuphana und haben dann eine intensive Projektwoche, wo sich dann eine Gruppe damit auseinandergesetzt hat, was bedeutet denn Lieblingsplatz, und ein kleines Video produziert hat. Das ist dann übergegangen in das ganze Semester im Modul Wissenschaft trägt Verantwortung, wo sich auch 30 Studierende aktuell gemeinsam mit verschiedenen AkteurInnen in der Stadt der Frage nähern, eben, wie kann Aufenthaltsqualität definiert werden? Wie könnte ein Experiment aussehen? Und dann jetzt aber auch ganz konkret am Vorplatz des Lüneburger Theaters eine kleine Aktion machen werden, um mit BürgerInnen tatsächlich zu diskutieren, was wäre denn Ihr Lieblingsplatz in Lüneburg? Das wird dann wiederum übergehen in der nächsten Phase dazu, dass es 3 Plätze in Lüneburg geben wird, die über 3 Monate tatsächlich mit unterschiedlichen greifbaren Mockups bespielt werden. Eben, wie könnte dieser Platz aussehen, damit LüneburgerInnen und Lüneburger dann tatsächlich auch erleben, mitgestalten und evaluieren können, wie soll der Platz denn in der Zukunft aussehen, begleitet durch eine formative Evaluation, die dann stark aus der Wissenschaft rauskommt. Also das ist so ein konkretes Experiment. Und jetzt springen wir dann tatsächlich mit so einer kleinen Überleitung. Wir durften auch die Reallabore in Baden-Württemberg begleiten und haben da aus der Begleitung Erfolgsfaktoren für Reallaborforschung rauskristallisiert mit den Forschenden in den Reallaboren. Und Sie sehen, da gibt es unterschiedliche Erfolgsfaktoren. Unter anderem ist auch da die nachhaltige Wirkung und Übertragbarkeit ein zentraler Faktor. Das stark kontextbasierte Lernen auch in den Reallaboren und das besser Verstehen von, was sind denn externe Faktoren? Wie werden denn Reallabore von externen Faktoren beeinflusst? Und um genau das besser zu verstehen, haben wir dann im Programm ESD for 2030 bei der DBU ein Projekt mit 3 Partnerkommunen im Baltikum beantragt, über das jetzt Frau Traut noch kurz so die Grundidee von diesem Projekt Ihnen vorstellen wird. Ja, vielen Dank, Herr Professor Lang, für die Übergabe des Staffelstabes. Ich werde Ihnen nun einen kleinen Einblick in unser DBU-gefördertes Projekt mit dem Titel ESD for 2030 Lernen für und in resilienten und nachhaltigen Kommunen geben, das ich gemeinsam mit meiner Kollegin Frau Dr. Lina Bürgener und Herrn Professor Lang am ISDL der Leuphana umsetze. Ja, wie Sie auf der ersten Folie sehen können, wird das ESD-Projekt in einer internationalen Kooperation mit Universitäten, Kommunen und Schulen aus Estland, Lettland und Litauen durchgeführt und hat zum Ziel, die Potenziale von Reallaboren als Orte wechselseitiger Lernprozesse für eine nachhaltige und resiliente Stadt- und Kommunalentwicklung nutzbar zu machen. Ja, ein besonderer Fokus liegt dabei auf individuellen Lernprozessen von SchülerInnen und Studierenden im Sinne eines projekt- und erfahrungsbasierten Lernens sowie auf gemeinsamen, kollaborativen und gesellschaftlichen Lernprozessen zwischen den Schülern und Studierenden mit verschiedenen lokalen Akteuren, insbesondere Mitarbeitern lokaler Stadtverwaltungen. Gerne die nächste Folie.
Ja, hier sehen Sie unser Forschungsdesign und die Methoden. Das Forschungsdesign zeigt den idealtypischen Ablauf eines Reallabors nach den Phasen des Co-Designs, der Co-Produktion und Co-Evaluation. Der Baustein des Capacity Mobilizing dient dem Kompetenzerwerb. Hierfür werden wir Workshops für beteiligte Lehrpersonen und Verwaltungsmitarbeiter entwickeln und durchführen, mit dem Ziel, Kapazitäten aufzubauen, damit die Projektpartner in der folgenden Projektphase die Realexperimente in den beteiligten Städten eigenständig umsetzen können. Die Realisierung der Realexperimente erfolgt dabei in enger Zusammenarbeit und Kooperation mit Lüneburg 2030 Plus und wird zusätzlich durch ein projektbegleitendes Studierendenseminar unterstützt. Ja, und die jeweiligen Erkenntnisse werden dann in einem strukturierten Austausch zwischen den Städten bzw. Kommunen aufbereitet und somit der Wissenstransfer ermöglicht. Ja, während der gesamten Projektlaufzeit wird das Projekt im Sinne einer formativen Evaluation begleitet, sowie aus einer didaktischen und methodologischen Perspektive synthetisiert, um eben eine fortlaufende gestaltende Unterstützung der jeweiligen Prozesse zu gewährleisten. Und damit die Erkenntnisse des Projektes nicht nur den beteiligten Städten und Kommunen zugutekommen, wird der gesamte Projektverlauf unter anderem durch ein projekteigenes Wiki, das wir bereits aufgesetzt haben, dokumentiert und der interessierten Öffentlichkeit dann zu einem bestimmten Zeitpunkt zur Verfügung gestellt. Gerne die nächste Folie. Ja, abschließend möchte ich noch auf die Potenziale und Herausforderungen eingehen. Mit unserem Projekt erweitern wir praktisch das Potenzial des Reallabors, indem wir einen aktiven Beitrag zu Formaten des wechselseitigen Lernens in transdisziplinären Settings leisten. Wir schaffen eine systematische Verschränkung individueller Lernprozesse mit Prozessen des organisationalen und des gesellschaftlichen Lernens und begünstigen damit einen grundlegenden Systemwandel hin zu einer nachhaltigen Entwicklung im Sinne des Triple Loop Learnings, was die Grafik links abbildet. Und weiterhin bieten wir Möglichkeiten der Übertragbarkeit von Erkenntnissen in internationale und interkulturelle Kontexte. Ja, zu den Herausforderungen noch ein paar Worte. Die Herausforderungen zeigen sich zum jetzigen Zeitpunkt vor allem in der Überführung des analogen Formates in den virtuellen Raum aufgrund der Covid-19-Situation. Wir können dies aber bestens durch eine breite Expertise, unter anderem durch Formate wie das Global Classrooms, das Sie auf der rechten Grafik sehen, digitale Semester, virtuelle Vorträge, Wiki-Plattformen abfangen und Bildungsakteure, Wissensakteure, Change Agents ausbilden und unterstützen. Ja, und damit schließe ich auch schon unseren Vortrag und bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, auch von unserer Seite ganz herzlichen Dank an Sie beide, beziehungsweise Sie drei. Bleiben Sie gern dabei. Herr Lang, ich habe schon gesehen, Sie sind sogar schon fleißig im Chat auch dabei, Fragen zu beantworten. Das ist sehr nett, weil ich glaube, das wird auch nötig sein, um zumindest alle zu beantworten. Ich mag trotzdem auch ein paar nochmal hier in die Runde stellen. Frau Lara Brunks fragte, wie Sie es schaffen, Bürgerinnen und Bürger langfristig einzubinden. Da können Sie vielleicht von beiden Seiten auch gerne nochmal kurz zur Stellung nehmen. Fangt ihr in Lüneburg gerne an. Ich glaube, ihr seid da noch näher dran. Das ist eine Herausforderung. Ich glaube, das, was wir, also ich habe ja auch im Chat schon geschrieben, das ist ein Grund, warum dass ich glaube, dass Reallabore viel langfristiger angelegt sein müssen. Weil man nur durch die Langfristigkeiten Vertrauen aufbauen kann, das dann tatsächlich langfristig auch wirkt und wo man auch nicht Erwartungen weckt, die man nicht in zwei Jahren erfüllen kann. Das, was wir in Lüneburg tatsächlich etabliert haben, von der ersten Phase an und eigentlich schon vorher, ist so eine sogenannte Steuerungsgruppe, wo tatsächlich Universität und Stadtverwaltung eine Stimme unter mehreren Stimmen sind und diese Steuerungsgruppe begleitet das Projekt und steuert das Projekt seit 5 Jahren jetzt. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Element. Rundherum wechseln die AkteurInnen immer wieder, aber in dieser Steuerungsgruppe ist eine Konstanz, die sehr wichtig ist. Dankeschön.
Dann gab es von Frau Elke Baranek auch noch die Frage, wie Sie in Reallaboren, mit welchen Kriterien Sie den Nachhaltigkeitswert messen. Beispiel war die Platzgestaltung. Ich musste da kurz auch an Herrn Bachmann vorhin denken, der auch nochmal dieses Thema Zielkonflikte, die ja in den Nachhaltigkeitszielen und so weiter überall auftauchen, vorkommen. Also wie geht man damit um, wenn vielleicht ja auch die unterschiedlichen Gruppen da ganz anders gepolt sind und vielleicht bestimmte Ziele höher ranken, als dann die Wissenschaft es tut oder wie auch immer? Also allgemein kann ich was zu sagen. Zur Platzqualität in Lüneburg müsstet ihr natürlich noch mal was sagen. Allgemein finde ich, ist das ein ganz wichtiger Baustein, den man in diesem in so einer Co-Design-Phase mitdenken muss und sich dort gemeinsam darüber verständigen muss, an welchen Kriterien machen wir die Erfolge und die Wirkungen unserer Projekte fest und wie gedenken wir, die festzuhalten. Und da kann es dann durchaus auch mal Meinungsverschiedenheiten geben. Die gilt es in erster Linie dann mal auszuhalten und trotzdem eine gute Lösung zu finden im Sinne von ja auch tatsächlich überregional politisch verankerten Zielen, wo man sagt, ja, wir haben uns dazu verpflichtet, zu bestimmten Nachhaltigkeitszielen Beiträge zu leisten und wir haben auch in der Wissenschaft an der Stelle viel dafür geleistet, an bestimmten Stellen Nachhaltigkeitswirkungen gut erforschen zu können. Und aus meiner Erfahrung ist das wiederum eine Qualität, die häufig von Zivilgesellschaft oder auch Verwaltung, Politik etc. bei uns in der Wissenschaft durchaus gesehen wird und wir da eigentlich eher eingeladen werden, unsere Möglichkeiten, Nachhaltigkeitswirkungen zu messen, einzubringen. Was für Erfahrungen, das ist eine Frage von Katrin Hedemann, haben Sie denn mit der Haltung und den Reaktionen von Kommunalpolitik und Verwaltung auf Reallabore gemacht? Also jetzt hatten wir gerade einmal das Beispiel von Ihnen, Herrn Lang, dass das gut funktioniert und man mit einer Stimme spricht. Aber das ist in Lüneburg, glaube ich, auch ein super Paradebeispiel, muss man ja auch vielleicht so sagen. Und so im Grundsatz, also haben Sie da auch andere Erfahrungen gemacht oder vielleicht auch von Kolleginnen und Kollegen? Genau, also auch Lüneburg hat große Herausforderungen. Ich glaube, das haben wir in transdisziplinärer Forschung auch immer wieder, wenn wir ernst nehmen, wir formulieren Forschungsfragen gemeinsam etc., dass wir unterschiedliche Logiken haben, wo wir immer zusammenkommen. Eben Politik hat eine andere Logik als Wissenschaft, hat eine andere Logik als eine NGO, die sich um Naturschutz kümmert. Und ich glaube, ein Punkt ist wirklich der, den Matthias Wanner vorher schon gesagt hat, ich glaube, Erwartungen abstecken ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Konkret im Reallabor Lüneburg 2030 plus war es dann auch so, dass irgendwann die Politik das Gefühl hatte, was passiert da gerade? Und wollte noch viel stärker mit eingebunden werden. Und wir hatten aber am Anfang ganz klar das Ziel, zumindest ein Stück weit einen entpolitisierten Raum zu schaffen, um experimentieren zu können. Also das ist eine Herausforderung, vielleicht um es noch ein bisschen abstrakter zu fassen. Und da gibt es auch einige Publikationen dazu. Ich glaube auch in der Politik, wenn wir in diesen komplexen, in einer zunehmend komplexen Welt arbeiten, wird ein Experimentieren eine größere Rolle spielen. Und insofern, glaube ich, kann das ein Modell sein, wie Politik auch in Zukunft aussehen kann, wo man viel stärker noch ausprobiert und lernt, weil wir einfach nicht mehr kausal sagen können, wie sieht eine Planung für die nächsten 15 Jahre aus, wo wir genau XY erreichen wollen. Dafür ist die Welt zu komplex. Ja, das ist fast ein schönes Schlusswort, aber ganz am Ende sind wir noch nicht. Und ich finde, Christian Günther hat gerade noch mal eine ganz gute und praktische Frage gestellt, weil ihm wird sehr helfen, wenn mal ein konkretes Ereignis geschildert werden könnte, bei dem ein signifikanter Transformationsprozess, also wirklich auch ein Umdenken stattgefunden hat und erkennbar wurde. Können Sie da irgendwie aus Ihren eigenen Themen ein Beispiel geben, wo das gut funktioniert hat? Daniel, willst du nochmal? Soll ich anfangen? Schieß los. Gut. Genau, ich würde sagen auch, ja, ganz unterschiedliche Sachen. Ich greife mal zum einen Mobilitätsprojekte raus. Da gibt es in der Reallaborlandschaft tatsächlich einige. Da finde ich, sind einige sehr spannend dabei, die insbesondere versuchen, von einer sehr autozentrierten, also es sind meistens urbane Mobilitätsexperimente, die versuchen, von einer sehr autozentrierten Umgebung hin zu verschiedenen anderen Möglichkeiten zu kommen. Und da gibt es, was weiß ich, egal ob in Stuttgart oder in Bielefeld oder woanders, ganz spannende Projekte, die gezeigt haben, wie man mit
einer unterschiedlichen Form von Öffentlichkeitsveranstaltungen, Experimentierphasen mit, wie kann man öffentlichen Nahverkehr anders nutzen, wie kann man Straßenräume anders öffnen und nutzen, die da einfach sehr konkret zeigen, was funktioniert und wo hakt es vielleicht dann auch und wo muss man es verändern und wo am Ende von solchen Projekten durchaus dann auch zum Teil wirklich konkrete Veränderungen stattgefunden haben, wo man sieht, ah, diese Straße sieht jetzt anders aus, die wird anders genutzt, da ist der Parkraum anders organisiert, die aber an anderen Stellen, vor allem, was man dann nachzeichnen kann, tatsächlich sich eher als Puzzlestein einfügt in so eine längerfristige, in so ein Denk- und Erleb-, also ein Wandel des Denkens und Erlebens, wie so ein Stadtraum in Richtung Mobilität aufgezogen werden muss, zum Beispiel. Anderes konkretes Beispiel jetzt hier aus Wuppertal, aus meiner Forschung, ist das Thema Flächenentwicklung. Wer entwickelt städtische Flächen wie? Und da sind wir in verschiedenen Projekten mit einem zivilgesellschaftlichen Akteur zum Beispiel längere Zeit unterwegs gewesen, der sehr stark darauf aus war, dass es bestimmte Flächen gibt, die eher experimentell, gemeinwohlorientiert entwickelt werden sollen und die eben nicht direkt an Investoren verkauft werden sollen. Und daraus hat sich ein sehr, sehr spannender, sehr langfristiger Austausch auch mit Forschung und Verwaltung entwickelt, an dessen Ende weiß ich nicht mal. Also ein Zwischenstand war zum Beispiel, dass tatsächlich ein Rahmenkonzept dann veröffentlicht wurde für eine große innerstädtische Fläche, in der auch die Stadtverwaltung gesagt hat, diese Fläche soll in den nächsten Jahren federführend, experimentell, gemeinwohlorientiert entwickelt werden. Die soll nicht jetzt an einen Investor verkauft werden, der dann einfach einmal da was hinbaut und damit die Fläche eigentlich für weitere Ideen versiegelt. Mhm. Das sind so konkrete Beispiele und ich hoffe, die helfen, um an der Stelle nochmal ein besseres Gefühl dafür zu bekommen. Ganz herzlichen Dank, Herr Wanner. Also auch Sie drei sind weiterhin gern eingeladen, im Chat vielleicht noch ein paar Rückfragen zu beantworten. Ich würde nämlich gern die letzten Minuten nutzen. Wir haben ja diesen Online-Salon zu transformativen Methoden und wollten zumindest so ein bisschen Beteiligung ermöglichen, auch abseits der Chatfragen. Deswegen, und das ist, wir haben es ja gerade gehört, Zeit ist da immer eine Herausforderung. Und daher vielen Dank einmal für die Vortragenden, für die Vorträge. Ich glaube, da haben wir echt viel gelernt und viel hören können. Und ich würde jetzt auch einmal meinen Bildschirm teilen. Und ich habe Ihnen hier ein Bild mitgebracht von einer durch den Menschen geprägten Landschaft. Ich hoffe, Sie können das alle gut sehen. Und einzelne Landschaftsbereiche stehen hier für ganz unterschiedliche Herausforderungen. Wir haben das auch mal ein bisschen versucht aufzuzeichnen. Berge, das kann man schon noch gut erkennen. So eine Burg könnte möglicherweise für Kulturgüterschutz stehen. Eben dieser große Bereich Wald, oben rechts auch noch der Tagebau, daneben ein Dorf, Photovoltaik in Siedlungsnähe, Gewässer, sowohl der Fluss in der Mitte wie auch der See, den Sie rechts sehen, freies Grünland, Windkraft in der Agrarlandschaft und auch in Siedlungsnähe, dann neben dem Fluss. Agrarflächen, eine Stadt am Wasser. Und auf der linken Seite, Sie sehen eben so ein bisschen, ne, worum geht es ja eigentlich. Ich fand das Bild sehr schön, aber es ist auch erstmal erschlagend. Deswegen haben wir es Ihnen hier so ein bisschen leichter gemacht, mal zu gucken, was gibt es hier eigentlich alles zu sehen. Und ich würde Sie gerne einladen und bitten, hier uns mal so ein bisschen aufzuzeigen, wo Sie aus Ihrer Sicht diese transformativen Methoden schon gut umgesetzt sehen. Und wo Sie vielleicht aber auch noch sagen, nee, in den Bereichen könnte man sowas eigentlich wie Reallabor oder Citizen Science noch viel stärker nutzen. Und das können Sie machen, indem Sie oben in Ihrem Zoom-Fenster auf das Feld Ansicht Optionen klicken. Da öffnet sich dann ein Dropdown-Menü und hier können Sie die Kommentieren-Funktion auswählen. Dann öffnet sich eine weitere Leiste. Und hier können Sie dann die Stempelfunktion, die Sie an vierter Stelle finden, nutzen. Und da gibt es einmal einen Haken, der ist dann grün und ein X, das ist rot. Das würde ich Sie bitten, dafür zu nutzen. Wenn Sie Zoom im Browser nutzen oder auf dem Handy, dann wird diese Funktion ziemlich wahrscheinlich nicht funktionieren. Und dann würde ich Sie bitten, unsere Fragen einfach im Chat zu beantworten, den wir eben für uns ja auch sichern werden. Diejenigen, die stempeln können, bitte markieren Sie mit dem grünen Haken die Bereiche, wo Ihrer Meinung nach transformative Methoden schon wirklich gut und angemessen umgesetzt werden und mit dem roten X, wo Sie eben noch Bedarf sehen, stärker mit diesen Methoden zu arbeiten. Und ich lasse Ihnen dafür jetzt mal so ein paar Minuten. Ich sehe schon ein paar Xe auch schon außerhalb des Feldes, das ist aber gar nicht weiter schlimm. Aber da sieht man doch schon mal ein bisschen, dass da was passiert.
So, noch bewegt sich ein bisschen was auf dem Bildschirm. Wie gesagt, Sie können auch gerne im Chat sonst Kommentare dazu verfassen. Für uns ist es einfach auch ein bisschen ganz nett, jetzt von Ihrem Wissen und Ihren Erfahrungen und Ihren Meinungen und Einstellungen auch zu profitieren und für uns eben auch als Stiftung ein bisschen zu lernen, wo Sie Bedarf sehen, wo Sie sagen, da funktionieren auch viele Sachen schon gut. Von daher lade ich Sie auch gerne ein, da im Chat sonst zu kommentieren. So, ich würde sagen, so langsam schließt sich das Bild. Einmal herzlichen Dank für die rege Beteiligung. Ich lasse es mal noch so ein paar Sekündchen offen, damit wir das Bild auch nochmal abspeichern können für uns und da eben auch darauf reagieren können gleich. Genau, wenn meine Kollegin mir vielleicht einmal im Chat ein Zeichen geben würde, ob das alles geklappt hat soweit, dann... So, ich stoppe hiermit die Übertragung. Freue mich, dass Sie sich hier rege beteiligt haben. Wir haben jetzt, glaube ich, noch 1 bis 2 Minuten Zeit. Wenn es noch irgendwelche Fragen gibt, Herr Lang, Herr Wanner oder auch Frau Bonn, die Sie hier noch beantworten möchten, können Sie es gerne tun. Jetzt kommt aber auch schon das Zeichen, dass wir in 1 Minute automatisch rübergeschickt werden. Ansonsten können Sie die Session dann auch jetzt sonst verlassen oder eben, wie gesagt, die Zeit auch noch nutzen, um im Chat oder wo auch immer noch Fragen zu beantworten. Vielen, vielen Dank für die rege Beteiligung und wir sehen uns gleich wieder drüben im Hauptraum.